Zuletzt bei Subnautica. Dank unserer neuen Baupläne von der Aurora wussten wir nun ganz genau, welche Materialien wir für den Kampfläufer Krebs und unser Riesen-U-Boot den Zyklopen brauchen. Sie sind sehr materialienaufwendig, aber es sind alles Dinge, die wir bereits in unserem Besitz haben bzw. in unserem Besitz bringen können. Dementsprechend haben wir beim letzten Mal angefangen, die Rezepte für diese beiden neuen Gefährte zu komplettieren. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Subnautica. Es freut mich, dass ihr wieder hergefunden habt. Und heute wird es großartig, Freunde. Ich habe nämlich ein sehr gutes Gefühl, was den heutigen Part angeht. Denn ich möchte heute gemeinsam mit euch zwei große Fahrzeuge fertigstellen und sie auch noch pushen. Ich rede vom Zyklopen und ich rede vom Krebs. Wir haben bereits die Baupläne und einen großen Teil der Materialien bereits zusammengesammelt. Und ihr habt mir noch in den Kommentaren beim letzten Mal einen kleinen Hinweis gegeben. Und zwar, dass ich mir Baupläne anheften kann. Das ist natürlich extrem sinnvoll. Da sehen wir es nämlich. So. Und wir brauchen jetzt hier, ich glaube nämlich, wir sind schon einsatzbereit. Wir brauchen 2 Blei, ein emailliertes Glas. Ah, das Gel brauchen wir noch. Wait a minute, Freunde. Wir müssen noch das Aerogel herstellen. Wir müssen eigentlich alles dafür haben. Einen Rubin und einen Gelsack. Okay, oh boy, ich habe exakt 2 Rubin. Ich hoffe, dass ich für den Zyklopen nicht auch noch Aerogel brauche, weil sonst wäre ich am Arsch. Aber wir haben hier draußen ja schon großartigen Shit angebaut. So, nein, du sollst da nichts einpflanzen, du sollst einfach so einen Gehsack mitnehmen, genau. So, und dann hauen wir das in unseren Fabricator und machen uns hier 2x Aerogel draus. So, die Plastellbaren haben wir, das emaillierte Glas müsste hier auch noch irgendwo rumliegen, glaube ich. Blei haben wir sowieso und dann müssten wir actually einsatzbereit sein. Warte mal, hier ist jetzt kein emailliertes Glas drin. Oh, mach nicht diesen. Mach nicht diesen. Jetzt wartet mal, jetzt nehme ich mir die 2 Pirscherzähne mit, die brauche ich nämlich für das emaillierte Glas. Laber nicht, dass ich auch kein Blei mehr habe. Och, nee. Was soll das denn jetzt? Na, die Plaststahlbarren haben wir und hier ist es alles. Och, no. Oh, welch ungünstiger Trash. Okay, Freunde, wir brauchen Blei. Und wir brauchen Quarz. Das sollte jetzt beides nicht zu krass zu finden sein. Da bin ich jetzt einfach mal optimistisch. Aber warte mal, ich habe den ja schon, den Kollegen. So, aber dann lass uns direkt mal losdüsen. Jetzt passt auf. Blei und Quarz. War hier hinten nicht irgendwo so eine große Quarzhöhle, wo ich gesagt habe, yo, so, wenn wir wieder Quarz brauchen, dann kommen wir daher. Und ich habe dann irgendwie keinen Quarz mehr mitgenommen, weil wir zu dem Zeitpunkt irgendwie super viel hatten. Ich denke immer, dass ich viel von etwas habe, bis ich dann anfange, irgendwelche Bauprojekte umzusetzen und merke, oh shit, ich habe irgendwie, also nicht mehr ansatzweise so viel, wie ich haben will. Aber warte mal, ich glaube, für Blei brauchen wir da nicht diesen Kalkstein, oder? Nee, ich glaube, da brauchen wir den Sandstein. Aber warte mal, hier haben wir schon mal Quarz. So, zack, du kommst mit. Genau, und du. Ja, das ist schon mal wichtig und richtig, dass wir das mitnehmen. Jetzt gucken wir auch gleich nochmal hier rein. Ja, aber hier ist nämlich auch Sandstein. Sehr gut, sogar relativ viel. Gold. Silber. Ich brauche Blei. Bro, da ist Blei. Sehr schön. Ich glaube, das Silber werde ich jetzt actually mal zurücklassen. Och, nee, nicht du schon wieder. Du hast dafür gesorgt, dass ich meinen ersten Tod hatte, du Sau. So, ich schwimme hier instant weg. Aua. Na, ich nehme die ernst. Ich nehme die sehr ernst. Oh, hier oben ist ja der Ausgang. Ich brauche irgendwo noch so ein bisschen Sandstein. Ich brauche noch ein Blei, Freunde. Einen Bleibrocken. Ist es jetzt echt so schwer zu finden, ne? Really? Mach dir jetzt diesen. Aua, ich bin doch weggeschwommen, verdammt Axt. Ah, diese Viecher. Okay, passt auf. Dann machen wir jetzt kurz so. Genau, ich nehme aber, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Quarz mitgenommen, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir für den... oh, hier ist super viel... hier ist super viel Schrott, dass sie mir noch Titan gewinnen können, falls wir das brauchen. Nee, ich bin mir sicher, dass wir für das U-Boot, ne? Also für den Zyklopen, ne? Dass wir da auch noch Glas brauchen, emailliertes. Nee, das ist jetzt Silber. Dementsprechend werde ich da jetzt mal ein bisschen mehr Quarz mitnehmen.
Scheitert es jetzt wirklich an diesem bisschen Blei oder was? Ich habe doch bisher gefühlt nie Blei gebraucht. Wie konnte denn jetzt innerhalb von so kurzer Zeit mein Blei leer gehen? Was soll das? Zack. Nee, das ist Gold. Oh, aber hier ist ein Pirscherzahn. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Ich opfere sogar meinen Titan dafür. Na? Zack, zack. Ich opfere hier ein bisschen Titan dafür. Einfach um den Pirscherzahn hier mitzunehmen. Zack. Und ich glaube, hier ist jetzt sogar noch einer. Wartet mal. Ja. Doch, 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 doch. Die sind glaube ich, wertvoll. Da passe ich auf. Blei, please. Ja, sehr schön. Okay. Da bin ich doch schon mal zufrieden. Aber auch wie viel Metallschrott hier rumliegt, ne? Also, wie schnell du hier an Titan kommst. Es ist zwar manchmal ein bisschen nervig, aber Titan ist eine Sache, die verbrauchst du sehr schnell, aber du bekommst sie auch sehr schnell wieder zurück. Also man muss wirklich jetzt kein Spürhund sein, um die nächsten Titanquellen zu finden. So, aber ich glaube, damit sollten wir erstmal alles für den Krebs haben, was wir brauchen. Und dann werde ich natürlich auch direkt Erweiterungsmodule anzubauen, ne? Tiefenmodul. Vielleicht gibt es irgendwas, um sich gegen Fische zu wehren, ne? Irgendwelche Kampfmodule und. Da werden wir auf jeden Fall aufpassen. Und was ich auch sehr, sehr, sehr spannend finde, Freunde, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, und zwar haben nämlich ein paar Informationen über die Leviathane. Denn die Leviathane, die sind wohl blind oder so gut wie blind. Und tatsächlich ist es wohl so, dass wenn man nur mit dem Seegleiter herumschwimmt, als Mensch quasi, dann können die einen fast nicht sehen. Also quasi das Schlechteste, was man tun kann, oder, naja, was heißt das Schlechteste? Man braucht es ja irgendwie, ist tatsächlich mit Fahrzeugen. Mit Fahrzeugen sich hier in der Nähe der Leviathane zu bewegen, weil sie einen dann orten können und einen dann angreifen können. Aber wenn man quasi in menschlicher Form da Stück für Stück rumdüst, eventuell auch sogar nur mit seinem... Warte mal, kann ich jetzt hier eigentlich wirklich einen Krebs machen, wenn hier das direkt vor uns ist? Schauen wir mal. Ja, doch, mit dem Seegleiter, dann geht das. Oh yeah, guys. Da ist er. Freunde, da ist er. Und man hat dann hier auch hier, ihr seht das hier, so Kampfarme. Ich glaube, man kann sogar irgendwie springen. Wartet mal. Nee, das ist aussteigen. Oder braucht man dafür erst das Sprungmodul? Aber irgendwie... Ihr seht es, dass man hier so einen Schub hat, ne? So einen lila Schub. Aber vielleicht braucht man da erst die passenden Module für. Okay, aber ist doch schon mal ganz schön, wenn wir den haben. Sehr, sehr, sehr geil. Okay. Dann haben wir schon mal Nummer 1 von unseren beiden Bauprojekten abgeschlossen. Kann ich jetzt auch hier im Tauchdock direkt Erweiterungsmodule für den Kollegen bauen? Oder brauchen die da noch was anderes? Jetzt schauen wir mal. Krebsmodule, doch. Tiefenmodul, Nickel brauchen wir. Wo zur Hölle soll ich Nickel herbekommen? Sprungtriebwerk, Nickel und Schwefel. Und hier brauche ich auch Polyanilin und Kyanit. Okay, also ich habe das Gefühl, hier können wir wirklich erst was Sinnvolles erreichen, wenn wir hier bessere Materialien haben. Aber wir können, wie gesagt, eine Rumpfpanzerung und so, das können wir alles machen. Aber das ist doch schon mal eine schöne Sache. Dann brauchen wir jetzt nur noch unseren Zyklopen, ne? Mal eben schnell sich einen kleinen Zyklopen craften. Das machen wir jetzt. So, jetzt passt mal auf. Wo sind unsere Zyklopenmodule? Hier, zack. So, dreimal emailliertes Glas. Ja, das dachte ich mir. Aber Pirscherzähne haben wir glücklicherweise. So, aber wir brauchen auch wieder Blei. Wir brauchen auch wieder Blei. War zu erwarten. So, passt auf. Dann crafte ich jetzt erstmal, weil das macht aus zwei Quarz einen Block. Und das nimmt noch mein Pirscherzahn mit. Damit kann ich auch mein Inventar einfach ein bisschen leerer bekommen. So, und dann leere ich jetzt, glaube ich, auch tatsächlich alles, was ich noch so habe, jetzt hier in diese Schränke rein. Ne, alles, was in irgendeiner Art und Weise jetzt hier einfach... sinnvoll ist und da rein muss. Sehr schön. Und auch die Pirscherzähne brauche ich jetzt erstmal hier rein. Da habe ich jetzt erstmal genug. So, und ich glaube, jetzt hauen wir sogar das emaillierte Glas hier rein. So, und dann gehen wir jetzt, glaube ich, einfach wieder direkt auf Reisen. Wahrscheinlich, boah, ist das schon wieder dunkel, ne? Boah. Wenn man irgendwie Tag-Nacht skippen könnte, ne? Wenn es irgendwie so eine Art Bett oder so geben könnte.
Das wäre strong. Das würde ich sehr fühlen, weil es ist schon immer verdammt dunkel. Aber mit unserer Lampe kommen wir auch wirklich sehr weit. Das muss man jetzt auch ehrlicherweise mal zugeben. Die Lampe macht wirklich enorm viel Licht. Also damit lässt es sich schon ganz gut überleben. Die muss ordentlich Power haben. Also damit würde ich jetzt nicht jemandem direkt in die Augen leuchten. Also wenn diese Lampe so viel unter Wasser ausleuchten kann, ne? Unter Wasser, wo ja sowieso schon viel Licht geschluckt wird, dann ist das, glaube ich, echt ein Teufelswerk, was das angeht. Ne? Also was Leuchtkraft angeht. Im positiven Sinne. Ich glaube, das Ding, das schallert dir hier um die Ohren. Das ist ehrenlos. Aber hier ist sehr viel Sandstein, Freunde. Wir haben eine 1:3 Chance, dass wir Blei bekommen, weil sich auch noch andere Materialien da drin befinden. Pirscherzähne nehme ich mit, wenn ich sie sehe. Bloß auf Titan verzichte ich tatsächlich erstmal. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Oh Gott! Hier sind enorm viele Schwefelfische drin. Pass auf. Wir locken die jetzt alle raus. Sehr schön. Dann heilen wir uns kurz. Ich habe nämlich noch ein Medikit. So. Und dann können wir theoretisch hier den ganzen Schwefel mal mitnehmen. Keine Ahnung, ob ich Schwefel noch brauche, aber hier ist so viel davon. Na, irgendwie wirkt das hier wichtig. So. Du gehst bitte raus. Okay, der ist schon explodiert. Aua. Alter. Haben die schon immer so viel Schaden gemacht? 30 Sekunden. Gefühlt früher, wenn ich Subnautica gezockt habe, hatte ich nie ein Problem mit denen, wirklich. So. Und jetzt, Freunde, probieren wir hier einfach rauszukommen. Hitze, Hitze, aua, aua, aua. Aber alles gut. Also. Quarz brauchen wir noch, aber Quarz finde ich, glaube ich, auch nochmal an anderen Stellen. Wir haben aber schon mal einiges an Blei gefunden, was ich ganz angenehm finde. Aber das, was ich an Blei gefunden habe, reicht mir noch nicht. So, ich schwimme jetzt hier direkt wieder rein. Aha, oha. Ich habe gerade von Quarz geredet, Freunde. Da finden wir doch hier eins nach dem anderen. Sehr schön. Und wie gesagt, ein Blei brauche ich noch. Mit ein bisschen Glück ist eines der beiden Dinge hier Blei. Jawollo. So. Alles klar. Dann nehme ich jetzt, glaube ich, einfach nochmal ein volles, einfach eine volle Ladung an Materialien mit. Ich glaube, mein Kupfervorrat wirkt jetzt auch nicht so voll. Ja, sehr schön. Extrem viel Sandstein. Geil, 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 geil. So, wir nehmen den Quarz mit. Boah, schaut euch das an. Da vorne auch nochmal dreimal Sandstein. Also hier ist wirklich sehr viele Materialien in diese Richtung. Das gefällt mir extrem gut. Zack. Oh, mein Inventar ist voll. Will ich noch... Soll ich einen Schwefel da lassen? Ah, nee, komm, wir trinken hier einfach was. Dann nehmen wir auch das Gold hier noch mit. So. Haben wir doch schon mal gar keine schlechte Erkundungstour hier gemacht. Gut. Wir düsen wieder heim. Wir waren noch gar nicht weit weg. Knapp 200 Meter ist halt mittlerweile gar keine Distanz mehr. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir für den Krebs noch ein weiteres Tauchdock bauen will. Einfach nur, dass der irgendwo geparkt ist und nicht so random rumsteht. Aber ich muss mal gucken. Ich weiß nicht mehr, was die Baumaterialien für den Kollegen waren. So. Oh, und ich merke auch gerade, Freunde... Warte mal, jetzt machen wir erstmal Glas. Ich merke auch, dass wir noch Energie für unsere Basis brauchen. Und unser Solarmodul... Oh, wird es wieder Tag? Wir fangen nämlich wieder an, Energie zu produzieren. Ja, ich glaube schon. Es wird gerade wieder Tag. Das ist schön, aber wir müssen unseren Bioreaktor mal füllen. Den haben wir ja bisher nur nicht gefüllt, weil unsere Gelsäcke noch nicht weit genug gewachsen waren. Aber das sind sie ja jetzt. So, jetzt packe ich das zweite emaillierte Glas hier noch rein. Du kommst mal hier hin, dann nehme ich mir aus dem noch... hier nochmal einen Zahn mit. Dann kann ich nämlich noch die dritte Ladung Glas machen. Genau, und dann brauchen wir noch den erweiterten Kabelsatz. Das ist auch wichtig. So, hier noch zwei Blei rein, die wir nicht mehr brauchen. Sehr schön. Wir nehmen hier das Glas mit. Dann machen wir uns jetzt gleich komplett ready. So, die Plaststahlbarren sind drüben. Schmierstoff haben wir auch genug. Genau, da habe ich mal ein bisschen was produziert. Ja, ich habe super viel Schwefel, ne? Da, keine Ahnung, ob ich das jemals wieder brauche. So, Plaststellbarren sind drüben. Jetzt brauche ich noch den erweiterten Kabelsatz. So, zwei Silbererz werden ein Kabelsatz. Und der erweiterte braucht jetzt noch einen Computerchip. Und die machen wir aus zwei Tischkorallen und Kupferdraht. Okay. Ja, da muss ich auch gleich mal wieder welche holen. Zwei Tischkorallen und Kupferdraht. Ist Kupferdraht einfach zweimal Kupfer? Maybe? Ich weiß es nicht. Yes!
So, zack. Computerchip hinterher. Gold haben wir noch genug. Und erweiterter Kabelsatz, Freunde. Wir bauen uns unseren verdammten Zyklopen. Das ist so cool. Let's go. So, gib mir meine 3 Plaststahlbarren. Die habe ich mir schon bereitgelegt. Ach stimmt, warte mal. Ich habe ja aktuell gar keine Seemotte mehr. Vielleicht verzichte ich auch komplett auf die Seemotte. Na, wenn wir jetzt einen Zyklopen haben. Passt auf. Kann ich den im Tauchdock parken? Geht das? Nee, ich habe das Gefühl, ich muss springen dafür. Aber ich kann noch nicht springen. Und solange ich noch nicht springen kann, ist halt der Krebs echt übertrieben useless. Also der wird später ein verdammt geiles Fortbewegungsmittel. Also ich will den jetzt gar nicht zu sehr bashen. Aber in seiner Grundausstattung ist der jetzt leider echt nicht so Granate. So, Freunde. Dann holen wir uns doch mal... Muss in tieferem Wasser. Okay, alles klar. Passt auf. Dann sammle ich den Kollegen wieder ein. Warte mal, wie kann ich das einsammeln? Einpacken, genau. So. Dann werfen wir die Fahrzeugstation jetzt hier ab. Doch. Klappt. Sehr schön. So. Und jetzt bitte. Einen Zyklopen. Ladeschachterweiterung für den Zyklopen haben wir freigeschaltet. Boah, ist das Ding riesig! Oh mein Gott. Holy shit, ist das ein Riesenboot. Oh, Bro. Ich hab den umgebracht. Ich habe den Kollegen hier umgebracht, Freunde. Er wurde vom Einschlag des Zyklopen umgebracht. Bruder, es tut mir furchtbar leid. Zyklop betreten. Freunde, gebt euch mal dieses Riesenschiff. Schaut es euch an. Es ist so epic. Und das Krasse ist wirklich, das ist eine eigene Basis, ne? Also ihr seht, wie viele Schränke wir hier haben. Wenn wir dann hier nach hinten gehen, kommen wir, glaube ich, hier irgendwo in den Maschinenraum. Genau, hier ist unser Motor. Den können wir, glaube ich, sogar... Genau, hier sind Energiezellen. Den können wir sogar theoretisch beliebig erweitern. Ne? Erweiterungsmodule kann ich hier einsetzen. Das heißt, dieses Frachterweiterungsmodul, was wir bekommen haben. Wir haben tatsächlich... wir können ein Fahrzeug andocken. Was auch insane krass ist, ne? Also da kann man dann den Krebs auch einpacken, wenn ich irgendwann mal weiß, wie das funktioniert. Und ja, es ist Wahnsinn. Wir können sogar hier die Farben ändern. Wir können dem Ding einen Namen geben. Innenbeleuchtung aus, hier Außenscheinwerfer aus. Das wird wichtig, weil diese Außenscheinwerfer wohl auch Monster anlocken. Alles drum und dran, das ist eine krasse Sache, Freunde. Das Ding hier ist heftig. Das ist quasi eine schwimmende Basis. Wow. Täuschkörperschacht. Okay, ich kann auch irgendwie Täuschkörper herstellen. Alles klar. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Okay, hier könnte ich dann direkt in den Krebs steigen, wenn ich wollen würde. Okay, passt auf. Dann marschiere ich wieder nach unten. Ne? Und dann gehen wir erstmal wieder raus, weil wir müssen den jetzt erstmal ausstatten. Und wie gesagt, ich würde auch gerne den Krebs ausstatten, aber der Krebs ist noch... Nee. Da müssen wir jetzt erstmal in tiefere Tiefen vorstoßen. Vielleicht ist so eine Seemotte vielleicht doch nochmal irgendwie ganz sinnvoll. Ich habe keine Ahnung, Guys. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass das schon nochmal eine sinnvolle Sache wäre. So, pass auf, dann zerhacken wir hier mal. Damit wir einfach noch so kleinere Expeditionen machen kann. Weil wir haben ja wirklich viele Höhlen und so weiter noch nicht erkundet. Muss man jetzt an der Stelle auch mal sagen. Also es gibt ja wirklich noch viel, was wir erkunden können. Und vielleicht finden wir einige Materialien, die wir zum Erweitern des Krebses zum Beispiel brauchen, eben in diesen Höhlen, die man auch per Seemutter erreichen kann. Also vielleicht spart man sich dann auch so ein bisschen Aufwand und muss nicht mit seinem Zyklopen überall rein manövrieren. Aber alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. So, passt mal auf. Nein, näher hin. Zack, zack, zack. Genau. Und dann hacken wir dich noch hier rein. Very nice. Dann nehme ich dich noch mit. Dich zerhacke ich. Und damit haben wir jetzt hier wieder ein volles Gelsackbeet. Und wir können jetzt einmal unseren Bioreaktor komplett auffüllen. Weil irgendwie meine Solarzellen kommen nicht über diese 225 raus, habe ich das Gefühl. Aber das
hat jetzt ein Ende. So. Rein damit. Er ist zwar noch halb befüllt, aber Freunde, jetzt wird Energie produziert. Und zwar mehr als genug Energie produziert. Schöne Sache. So, jetzt schauen wir mal hier. Auf unsere Zyklop-Erweiterungsmodule eventuell. Seemotte, Krebs. Ach nee, doch nicht. Universal? Ja, wo kann ich denn diese Seemotte, ja? Wo kann ich denn hier die Zyklopen-Erweiterung? Brauche ich da die Modifizierungsstation? Warte mal, haben wir die... Nee, die Modifizierungsstation war noch nicht fertig, ne? Hier, Zyklop-Tiefenmodul. Zyklop-Maschineneffizienz. Aber wo baut man denn das? An Bord des Zyklopen, maybe? Oh, ich habe keine Ahnung. Aber irgendein Modul habe ich hier noch rumflacken. Ist das ein Zyklop-Modul, was wir hier haben? Ja, Zyklop-Maschineneffizienzmodul. Verwertet Abwärme, um die Effizienz zu erhöhen. Damit kommen wir weiter. Ja, let's go. Ich glaube, ich baue mir wirklich noch eine Seemotte. Real Talk. Ich glaube, das könnte uns schon helfen. So. Dann setzen wir hier die Erweiterungsmodule mal ein. Das war hier hinten an der Seite, ne? Exakt. So, dann kommst du jetzt hier rein. Zack, sehr schön. Maschineneffizienz jetzt 300%. Yo, alles klar. Da verbraten wir mal auf jeden Fall deutlich weniger Strom als zuvor, weil die jetzt deutlich effizienter arbeiten. Sexy, sexy. So, aber wie sieht denn das jetzt hier aus mit, ne? Hier, Fahrzeug angedockt. Ich glaube, ich mache mir jetzt noch eine Seemotte. Weil bevor ich jetzt, wie gesagt, mit dem Zyklop dann irgendwie in 500 oder 1000 Meter Tiefe abdüse, düsen wir einfach noch ein bisschen mit unserer Seemotte rum. Aber da müssen wir jetzt halt einfach noch mal ein bisschen Materialien investieren. Wir schauen jetzt mal nach, was wir dafür brauchen. Weil dann haben wir jede Form von Fortbewegungsmittel. Und dann fühle ich mich auch ready. Ne? Dann fühle ich mich ready, hier sinnvolle Erkundungstouren zu machen. So, eine Energiezelle habe ich. Ein bisschen Glas. Ein bisschen... Ja, wow, das ist tatsächlich ja sehr schnell gemacht. Okay, wir brauchen ein bisschen Titan. Eine Energiezelle habe ich, wir brauchen ein bisschen Quarz und das war's eigentlich auch schon. Ne? Ich glaube, die Energiezelle, die war hier drin. Ja, genau, das ist noch eine komplett fertige. Okay, dann müssen wir Titan besorgen. Titan und Quarz, genau, um genau zu sein, eigentlich zwei Quarz, aber wir nehmen natürlich alles, was wir finden können. Okay, wir gehen wieder in unsere Lieblingsrichtung zum Farmen. Das ist mittlerweile die Richtung hier hinten. Und das Titan hole ich mir selbstverständlich, aus dem Schlingpflanzenfeld. Aber ohne Frage, das war ja quasi geschenkt. Und das Quarz war hier immer in so kleinen Schluchten und Erdrissen und sowas drin. Na, das war schon hier eher in diesem Gebiet. Schauen wir mal nach. Schwimmen wir mal hier rein. Das ist diese riesige Röhrenkoralle. Genau, und dann bin ich, glaube ich, hier rein abgetaucht. So, und da schauen wir mal. Ja, Freunde. Da haben wir schon das erste Quarz. Da ist das nächste. Da unten liegt sogar nochmal ein Silberbrocken. Naja, why not? Vielleicht werde ich es noch irgendwann bereuen. Wenn ich mir irgendwann denke, oh verdammt, ich habe kein Silber mehr. Und dann hätte ich mir doch was mitgenommen, ne? Dann ist es wieder hätte Fahrradkette. Okay, also Quarz haben wir jetzt auf jeden Fall 4. Das reicht, um unser Glas herzustellen. Und dann nehmen wir jetzt noch hier aus diesem Feld hier einfach ein bisschen Metallschrott mit. Da liegt ja glücklicherweise genug rum. Diese Pirscher helfen uns damit ja sogar, ne? Also diese Pirscher sammeln ja den Metallschrott und werfen den dann irgendwo ab. Und dann können wir quasi einfach darauf vertrauen, dass die hier genug einsammeln. Das ist eigentlich ein guter Stuff. So, hier ist eine Gehirnqualle. Gönn mal Sauerstoff. Sehr gut. Und ich glaube, da drin ist auch noch ein... Genau, mobile Fahrzeugstation-Teil. Das, wenn ich es scanne... mir auch noch ein bisschen Titan auswirft. So, ich kann sogar noch einen Metallschrott kann ich sogar noch mitnehmen. Ah, warte mal, da vorne der Pirscher, der hat da noch eins in der Hand. Aber guck mal, hier habe ich meinen Titan gedroppt und hier sind sogar noch Pirscherzähne. Ja, let's go. Pirscherzähne, Titan, nehme ich alles mit. Also ich glaube, immer jedes Glas dürfte jetzt mittlerweile auch kein Problem mehr sein. Also, spannend eigentlich, ne? Wie wir auch teilweise keine Pirscherzähne gefunden hatten. Wir hatten ja wirklich Probleme, dieses emaillierte Glas herzustellen. Und jetzt, wenn wir es nicht suchen, liegen diese Pirscherzähne gefühlt alle 3 Meter irgendwo in diesem Schlingpflanzengebiet auf dem Boden. Warum? Warum bist du vorher nicht gekommen? Ich habe dich vorher gebraucht. Pirscherzahn.
Und ihr seht auch, der Zyklop hat auch ein eigenes Ortungsmodul. Das heißt, wir sehen immer genau, wo er ist. Exakt auch wie der Krebs. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, wir können die nicht so leicht verlieren, ne? So. Hier wären wir wieder. Wir haben schon knapp 500 Energie drin. Das ist eine schöne Sache. So, dann Titan. Jetzt wird hier einmal alles durchverarbeitet. Das Ganze in den Titanbarren. Das macht aus 10 Items im Inventar ein einziges. Das ist sehr, sehr platzsparend. So, dann machen wir zweimal Glas. Sehr schön. Auch noch Schmierstoff, Blei und Energiezelle. So, Blei haben wir jetzt hier. Schmierstoff ist in unserem Bioschrank. Da brauchen wir bald mal wieder was. Genau, die Energiezelle, die ist hier vorne. Und damit haben wir dann auch schon wieder eine Seemotte. Schön. Schön, schön, schön. Und im Optimalfall setzen... Wir haben ja sogar noch ein Tiefenmodul für die Seemotte. Dann setzen wir die Seemotte quasi in den Zyklopen. Und dann werden wir mit dem Zyklopen einfach mal losdüsen in skurrile Gefilde, ne, wo auch immer uns das Leben hin verschlagen wird. Und dann werden wir uns mal ein bisschen die tieferen Ecken anschauen. Wir brauchen aber auf jeden Fall genug zu essen und zu trinken. Ne? Also wir müssen auf jeden Fall unseren Zyklopen mit genügend Nahrung ausstatten. Yeah, let's go. So, den packen wir jetzt noch. Die packen wir jetzt noch ganz kurz hier unten. Genau, der Krebs muss jetzt noch daheim bleiben, bis wir bessere Erweiterungsmodule für ihn haben. Genau, zack, zack, zack. Ich will die auch wieder grün machen. Passt mal auf, Rumpf, Innenstreifen. So, Rumpf, genau. So, warte mal, wo kann ich den Shit denn farbig machen? Ah, hier. Sehr, oh ja, das gefällt mir. Doch hier so ein schön knalliges Grün. Das finde ich schön. Der Name. Ja, der Name ist mir eigentlich ziemlich egal. Die kann ruhig Seemotte heißen. Damit habe ich kein Problem. So. Innen drin machen wir so ein schönes Beige. Also so ledermäßig fände ich irgendwie cool. Pass mal auf, irgendwie so, ne? So leicht. Und Streifen sind das quasi die hinten. Oh ja. Oh, sexy, sexy. Wollen wir die gelb machen? Das wäre schon irgendwie sehr unterhaltsam. Ah ne, aber den kann man keine Knalle. Oh, sollen wir so lila machen? Wie so ein richtig giftiger Frosch. Haha, okay, das gefällt mir. Die sieht cool aus. Das ist sehr nice. Doch, gefällt mir. Damit sehen uns die Leviathane dann einfach noch besser, weil wir einfach wirklich wie ein Giftfrosch durch die Tiefen düsen. So, das Tiefenmodul können wir dann gleich hier reinsetzen. Dann kommen wir ein bisschen tiefer. Sehr schön, 300 Meter. Genau. Und dann sind wir, glaube ich, für heute erstmal durch. Beim nächsten Mal werden wir dann Expeditionen starten. Ich weiß gar nicht, ob ich, wie ich das dann mache, ob ich quasi die Seemotte in mein Zyklop packe und dann düse ich quasi mit denen zusammen los und wir schauen dann einfach mal, wo wir landen. Oder ob ich erstmal nur mit der Seemotte etwas mache, ob ich meinen Zyklopen schon mal mit Essen und Trinken ausstatte. Viel zu tun auf jeden Fall, Freunde. Sehr, sehr viel zu tun. Und ja, ich würde sagen, Batterien und so machen wir auch beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen bei Subnautica. Und noch ein ganz liebes Dankeschön an Hykris Ski und JT90PRL für eure Riesenkanalmitgliedschaft.